Hallo, mein Lieben, willkommen zurück zu einem Video zu Eltern und News mit Benas und Debbie. Genau, und zwar geht es um ein neues DLC. Und zwar geht es hier um A Hay and Forge Pack, also so ein Heu Pack in Anführungsstrichen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Und ja, natürlich, die, wo einen Season Pass haben, bekommen den also kostenlos in Anführungsstrichen. Und genau. Beherrscht Felder, Berge und steile Hügel. Mit 70 spezialisierten Maschinen macht das Beste aus euren Heu- und Futterressourcen. Neue Marken, Mühlmeier, Reform und Reiter. Auch dabei Krone Pittinger, Regetrag und Sepp Knüssel. Spezialtraktoren wie der Regetrag SK60 mit hangausgleichender Kabine. Diese Mehlwerke inklusive Seitenverschiebung, Schwader mit ideale Bodenanpassung, dank der Reiter Respiro Designs, Ladewagen, wieder modale Reform im Alpin. So, das war der Text, kurze Fakten, er ist bis zum 12. Juni runtergesetzt auf 8,99, sonst was sind 9,99, Erscheinungstermin ist der 13. Juni und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne mich kostenlos unterstützen, indem ihr hier einfach über den Link in der Videobeschreibung vorbestellt oder ihr wählt hier einfach etwas aus. Ihr müsst es aber auswählen. Dann hier einfach Partnercode Ostern7 eingibt. So könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Kostet euch wie gesagt keinen Cent mehr. Das würde mich weiterbringen und vielen Dank schon mal daraus. Genau, wir gehen nochmal zurück. Wir gucken, was da jetzt alles enthalten ist. Einmal der Reform Metra K75 mit 75 PS, 40 km/h Maximal Speed. Dann haben wir der Regetrag SK60, 40 km/h 75 PS. Dann einmal den Reform Mountain 110 Packfaktoren, 109 PS, 40 km/h. Dann haben wir einmal von Biemeyer 29 EFI Mähtechnik, 26 PS, 8 km/h. Also bis zu 4,2 Meter ist schon ordentlich. Das wäre cool, dass wir sowas mit reingenommen haben. Dann haben wir einmal den Reform Multi T8X. 109 PS, 50 km/h. Dann haben wir den Sepp Knüsselmeer Tornado 306. Wieder ein 3 Meter Arbeitsbedarf. Genau, 52 PS. Dann haben wir den Tornado 306 Plus. 75 PS, 3 Meter. Das ist vermutlich derjenige, wo man dann verschieben kann. Dann haben wir aber ohne Easy Guard F23 Highland 75 PS, 3,2 Meter. Dann haben wir einmal den Krone Frendo 28 Highland für 75 PS und 820. Dann haben wir den Krone Spratro S350 Highland einmal mit 3,5 Meter Arbeitsweite und 30 PS benötigt. Dann haben wir von Reiter Respiro R3 Kompakt. 90 PS braucht er, 3 Meter zu den von den Frontrollexern. Dann haben wir einmal den Respiro R7, 7 Meter hoch, 160 PS. Dann haben wir den Reiter Respiro 9, R9, 9 Meter logischerweise und 130 PS. Dann haben wir den Pöttinger Top 1403C, 14 Meter und 115 PS. Dann haben wir natürlich hier die Aufbauten für den Reform. Einmal einen schönen Ladewagen, 13.000 Liter Fassungsvolumen. Dann haben wir einen schönen Ladewagen von Pöttinger Jumbo, 8450 DP, 74.000 Liter Fassungsvolumen, 52 PS. Dann haben wir den Reform Tipper, 2400, also so ein kleiner, ja, so ein kleiner Kipper halt. Das war's aktuell, wie gesagt, für 8,99. Könnt ihr Vorbild bestellen oder ihr habt den Season Pass. Ja, das war die Fakten zu diesem neuen kleinen DLC. Falls ich was Neues erfahre, erfahrt es hier auf diesem Kanal logischerweise auch. Und ja,
Wie gesagt, wer mich unterstützen wollt, gerne den Credit Code AusrandTV benutzen. Ist vollkommen kostenlos für euch. Und genau. Das war's zu diesem DC. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag noch. Haut rein. Ciao.